Au. Hallo. Hallo da draußen. Ich bin traurig. Wieso bin ich traurig? Weil ich ein Depp bin. Ja, so, Servus, hallo und Grüezi zu meiner kleinen Testaufnahme hier. Wieso ich jetzt traurig bin? Weil ich bei der ersten Aufnahme vergessen habe, den Play-Button zu drücken. Play-Button, den Record-Button. Kommt mir bekannt vor. Das hat auch ein Full-Depp mal geschafft, aber ja, der Full-Depp ist jetzt sicher um einiges berühmter als ich. Was soll ich großartig sagen? Das Ganze hat mich ein bisschen aus dem Konzept geworfen, aber hallo und schön, dass Sie hier eingeschaltet haben bei Minecraft Sky Factory. Irgendwo mittendrin sind wir dabei. Wie es so wird. Es ist schon einiges passiert. Wir haben hier schon einiges gemacht. Ich und ein Kollege sind jetzt immer mal wieder dran, ein bisschen am Aufbauen, Spielen, Automatisieren, wie man es so nimmt. Links oben sieht man so zum Beispiel, wir haben Tag 1066. Das hat einen ganz einfachen Grund. Selber schon, wenn man den Server so lange laufen lässt. ja, man kann unschwer erkennen, da hinten ist unsere Lucky Block Plattform, die schon einige Sachen mitgemacht hatte. Einerseits der Grund wegen den so vielen Tagen, einerseits weil man zu dumm ist, den Server zu stoppen, andererseits weil man immer wieder alles irgendwie schön bauen muss. Hier zum Beispiel unser schönes Treibhaus ohne Treibgut mit dem Harvester, der ist schon hundertprozentig aufgebaut. Und da drinnen ist irgendwo der Planter. Ja. Unter drin ist natürlich überall die ganze Fläche ist voller Wasser. Damit man natürlich auch dementsprechend keine Probleme hat wegen dem Ackerboden und so. Da sind so ein paar Planter und Harvester am Laufen, so zwischendurch, damit man ein bisschen wenigstens was hochgebaut hat. Ja, und das schön bauen, das ist einfach eins, wo immer ein bisschen so an die Kapazitätsgrenzen geht, weil man einfach stundenweise mehr oder weniger an irgendwas dran ist, nur um es schön zu kriegen. Ja, die Monsterfalle gehört natürlich nicht dazu. Da müssen wir uns auch noch irgendwas überlegen. Also ich habe mir so gedacht, dass man da einfach das ein bisschen ründlicher macht. So von unten und oben vielleicht, keine Ahnung. Könnte man den anderen Beacon danach aufstellen, den wir bekommen haben durch die Lucky Blocks. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Und man sieht es schon hier hinten. Hier hinten ein großer Baum mit Baumhaus und allem drum und dran, mit einer kleinen Plantage. Wobei, das wird sich natürlich auch noch ein bisschen ändern, dass man mehr oder weniger die Baumplantagen auch hier hat, weil der Weg ist schon ziemlich weit. Man könnte dort natürlich noch alles irgendwie mit Gras zuwachsen lassen und zurzeit ist natürlich Kobbel drin, weil man hat ja nicht mehr oder nichts anderes zu damaligen Zeiten. Man muss, ja, weil wie ihr so seht, wir sind in so einem Mesa-Biom, was nicht so einfach ist, weil die Spawnraten, bis mir die zwei Kühe da unten, wo irgendwo herumlaufen, die man gerade da dazwischen, die Fluid Cow, geht es so weit? Spinn ich. Wenn so mein Mobs geht, dann geht es so weit. Die Spawnrate ist relativ gering. Irgendwie will ich nie was spawnen. Und
Ja, ein paar Hundis von den Lucky Blocks. Schönste ist dieser da. Ja. Man kann hier jetzt endlich mal mit dem Civico oder wie das Zeugs da heißt beginnen. So, 18.35 Uhr. Zeit zum ein kleines Nickerchen machen. Ja. Sag. Ich weiß. So. So damit. Eigentlich ist es voll doof, dass man hier nicht untertags schlafen kann, wenn man schon einen kleinen Sarg hat. Decklauf, reinhüpfen, Klappe zu, dunkel, oder? Ja, was ich eigentlich schon cool angekündigt habe und gezeigt habe im vorigen Video, wo natürlich der Record-Button irgendwie nicht funktioniert hat, wie er sollte. Die Monsterfarm funktioniert super, die Mods fliegen herunter, einige werden interessanterweise nicht immer ab und zu bleiben, einfach ein paar stehen, ich habe keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall, die gehen runter, getötet, aussortieren, bla bla bla, ins Lager rüber, man merkt, dass es die Schnellfassung ist. Ich habe ja schon angefangen. Auf jeden Fall geht es darum, auch ein kleines, das Ganze so umzubauen, dass man auch die Waffen hier ein bisschen hochleveln kann, schnell hochleveln kann, damit das Ganze besser funktioniert, beziehungsweise die ist zwar schon auf Legendary, aber ja, es könnte ein bisschen mehr vertragen und später muss man ja noch die ganzen Widderköpfe da zusammen. Ist schon ein Fehler drin. Da ist ein Fehler. Naja. Die ganzen Widderköpfe holen im Nether. Und da muss man zuerst mal die ganzen Waffen hochleveln. So, was ich euch aber zeigen wollte, wenn es nun darum geht, dass man immer mal wieder einfach nur bastelt in dieser Welt, dann schaut mal her, wo wir jetzt hingehen. In einen dunklen, düsteren. Und wie man so sieht, habe ich hier unten die ganzen Slabs mit Covers zugepflastert. Und da habe ich es provisorisch da hinten rüber gebaut und Covers darauf etc., weil wir noch nicht fliegen können, weil wir noch nicht so weit sind. Es war einfach eine Scheißarbeit. Ja, und das hier ist zum Beispiel auch wieder was mehr oder weniger zur Belustigung, weil man kann in die Mob-Farm gucken. Wir sind jetzt dann natürlich leider zu nahe. Und so wie es so schaut, sind schon alle runtergeflogen. Was man auch noch kann, ist so eine Art Zerstörung. Bis auf die Packung. Da muss ich mir... Ach, die Blöcke bleiben ganz genau. Könnte ich mal was probieren, wenn ich das weg tue. Habe ich wahrscheinlich schlussendlich das Problem, dass das Wasser da hier wieder irgendwie zusammenbackt. Nein. Gut, dann haben wir das. Perfekt. Ja, da gibt es natürlich keine Probleme, wenn man hier die Mods da runterschwemmen will. Voll cool, nicht? Und hier noch, es werde Licht. Das ist die Ausleuchtung, damit mir, was eben an der Mob-Falle, Mobs-Falle was machen kann. Haben wir da hier, oh, was? Ich habe Hunger. Das habt ihr nicht gesehen. Ja, das sind da so Redstone-Lampen mit Redstone. Hä? 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 Okay.
Redstone-Lampen, so ein bisschen mit Redstone verbunden. Ich bin doch der Einzige auf dem Server. Ja. Mit Redstone. Bekomme ich da Level? Ich bekomme Level. Von wo bekomme ich verdammt noch einmal das Level? Kann mir das jemand erklären? In der... Also, das war der Rauch. In der... Da unten ist alles leer. Hä? Ich bekomme Level? Naja, egal. Jedenfalls, hier haben wir so einen Wireless Receiver, der tut das dann Signal hier rüberleiten und so weiter und so fort. Und somit haben wir, oder gibt es da irgendwelche komischen was macht der nicht, Idiot? Statistik-Dinger, wo auch toll, liebe Güte. 6 Tage, ich bin ja. Wo man da irgendwie überkriegt, wenn man irgendeine Distanz climbt ist oder keine Ahnung. Irgendwie benötige ich verdammt viel Sticks. Naja, das kommt wahrscheinlich von den Zäunen. Was? Ja. Das ist Use, oder? Ja. Das kommt davon, wenn man die ganze Zeit am Bäume scheren ist, um Erde zu... Was? Use. Ah, das sind die zwei, die ich mal da hinauf... Okay, was meine? Meine Güte. Und noch nie ein Enderman. Dafür hat mir ein Enderman zweimal gekillt. Stimmt. Und eine Spinne und ein Skelett und ein geh mal weg. Ah ja, wie mal bin ich überhaupt gestorben? Wenn wir schon dabei sind, many times keine Wanken, 12 schon. Ja gut, das kann passieren, wobei hier steht leider nicht wieso. Das ist da, glaube ich, gar nicht eingebaut in irgendeinem Mod. Gut, ja, auf jeden Fall gibt es einen Receiver, der empfängt das Redstone-Signal, leitet es hier überall weiter. Wir haben hier unten auch, da unten auch irgendwo einen komischen Schalter, der das macht. Eigentlich gewaltig. Wenn man bedenkt, dass das alles nur mit einem Baum und einem Block Erde begonnen hat. Achso, und hier unten sind unsere Auffangbecken, weil wir zu dumm waren. Und unsere Sachen nach dem Sterben wieder geholt haben. So, dann gehen wir da wieder rein. Und zu. Und für die, die so raus wollen, weil sich keine... da ist. Da gibt es auch eine Tür. So, ich schalte die wieder ein. Einmal kurz zu. Und einmal Licht an, oder? Ja, Licht an. Wenn das Licht an ist, leuchtet auch noch das große On da vorne mit den Redstone-Lampen, das leuchtet. War auch eine Herausforderung, das damals aufzubauen. Mittlerweile, hier sollte jemand unbedingt an das Glas einbauen. Aber damals hatte man noch keine anderen Ressourcen und der Kollege war dann schon einige Zeit dran. Man musste noch ein bisschen mit Covers, hat man es dazu gebaut und wie man so schön sieht. Aber das ist dann auch die Arbeit, die... Achso, ja. Die Mobfarm werden wir dann noch später, wenn wir fliegen können, noch ein bisschen verschönern. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das sollte noch ein bisschen was rund und irgendwie einfach alles zu glatt. Das ist, naja. Ich schalte sie hier aus und leuchte nicht mehr. Und leuchtet und leuchte nicht mehr. Gut, genau das ist das, was ich wollte. Weil jetzt sind oben keine Viecher mehr. Und ich kann mich ganz easy an die Sache machen. Jetzt fliegen natürlich noch alle runter, die vorhin... Warum spinnst du? Gibt es die Spike eigentlich auch in der Obsidian? Die
Hier gibt es nur Iron, Diamond, Wooden und Gold. Stirb, du Sau! So, jetzt hoffe ich mal, dass die ganzen Viecher endlich mal runterfliegen. Eigentlich hätte ich es auch von oben machen können und brauche ich nicht weg. Und das Ganze wegen dem Wasser einschalten. So, was wollte ich jetzt? Achso, ja genau, noch zu dem Verschönern und dem Zeitvertreib, was wir hier oben machen. Das ist die Optimierung einfach der Maschine. Irgendwie versuche ich das Ganze immer so kompakt und so klein zu machen, wie es nur geht. Und hier ist eine kompakte kleine Maschine, die uns Sand, Gravel und Dust produziert und danach in diese automatischen Siebe reinladet, hier das ganze Zeug aussortiert und das ganze Blödsinn da vom Craft-Zeugs da durch den Packer und dann hier rüber in die Redstone-Öfen und darauf ins Lager. Achtung! Boing, man könnte sich den Kopf anschlagen. Ja, und hier sieht man gerade unsere kleine Kompostieranlage, noch heute schnell tak gebaut, deswegen sieht man noch relativ viele Leitungen, das sollte ich dann auch noch alles irgendwie abdecken. Ja, da ist noch ein bisschen einiges drin. So, was wollte ich? Obsidian. Weil, so wie ich das schon vorhin gehört habe, dass da der dumme... Ach so, genau. Wenn ein Creeper explodiert auf den Spikes, dann macht er keinen Schaden, gell? Ach so war das doch. Naja, nichts riskieren. Wobei, was hat da... Hat der Chisel vielleicht eine Obsidian-Variante, die ein bisschen heller ist? Oder ist auch, du liebe Güte. Ich weiß ja nicht. Oh nein, Obsidian. Oh, endlich. So. Chisel. So, was gibt es sonst noch? Ups, nur einer, sonst habe ich ein Problem. Ah, das ist mal alles zu dunkel. Der Crystal. Ach, komm, nee. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich mache es mal mit Holz und schauen wir mal, was passiert. So, jetzt bin ich gerade gespannt, wenn ich hier mit Doppelklick Obsidian einsortiere, ob das wieder normales Obsidian wird oder nicht. Okay. Weil das mir aufgefallen ist, weil wir so Probleme hatten am Anfang mit den ganzen Ingots wegen dem unterschiedlichen Mods, die hier installiert sind, kann es sein, dass das Ganze anders heißt und lautet. Und dann ist es dann halt wirklich so, dass... Oh mein Gott. Irgendein, ich sag mal, ja, ein Platin-Ingot nicht mehr vor Ex Nilio ist, sondern irgendwie vor... Ja, Sinkers, genau so heißt das Zeug. Für Sinkers. Und dann haben die Better Barrels das nicht mehr einsortiert. Hat man aber danach alles rausgenommen und mit Doppelklick das ganze Platin, also das ganze Platin natürlich im Inventar und mit Doppelklick in die Barrel geklickt, dann war es so, dass man alles umgewandelt hat in den gleichen Mod. Mit dem man das halt hineingeht.
So, das ist jetzt Ebene.